Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu What Remains of Edith Finch. Und wir waren letztens stehen geblieben, ich hoffe es einfach mal. Ich habe jetzt einfach mal gestartet die Aufnahme. Bei unserem Bruder, der halt Fischer war. Aber ich glaube, es müsste auch das gewesen sein. Sie wartete bis zum Tag, bevor wir zurückgingen, um Edie zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es einfacher oder schwieriger wollte. Das ist natürlich die Frage. Sind wir jetzt im... Ich wünschte, wir wären geblieben. Und hier ist es nicht aufgeräumt oder gar nicht aufgeräumt. Hier ist es halt voll verwüstet, würde ich einfach mal sagen. Okay. Dann geht es ja noch weiter hier. Meine Mutter ended up leaving everything behind. Das ist, ach, das ist von ihrer Mutter, das Zimmer. Ah, okay. Aber trotzdem muss ich sagen, eigentlich schön eingerichtet. Oh, Zimmer. Komm ich da nicht hoch? Doch. What happened that night had been coming for a long time. Okay, was geschah denn in dieser Nacht? Aus Papier kleine Vögelchen gemacht, süß. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Jetzt bleibt nur noch dir von der letzten Nacht zu erzählen. Ja, ist so so komisch irgendwie. Tut mir leid, müsste kurz einmal. Habe ich denn alle jetzt schon? Ja, Edie und Edith. Das ist jetzt. Wer ist das? Edith. Das bin ich. Das ist mein Zimmer. Müsste es gewesen sein, vielleicht. Wir schauen einfach mal. Sie ist schwanger. Jetzt sehe ich den dicken Bauch. Habt ihr den gesehen? Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Das war Edith, das ist meine Mutter, das ist die Grandma. Grandma, ah, okay. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. So viele Bücher. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Das stimmt. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finch by Edie Finch. Das gehört meiner Mutter. Edie ist, glaube ich, meine Mutter. Ja. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Okay. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. Okay, sie, klar, ist die Tochter von all dem. Und sie ist dann eines... I got turned around. Ich laufe mal geradeaus. I wandered. I started seeing things. Okay. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Das ist meine Großmutter. Okay. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Okay, man kann es mit der Hand so spielen. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Mal kurz richtig hier. Huch. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
Entschuldigung. Puh, heftiges Ende, ey. Das ist das beste Spiel, das ich jemals, das sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist das beste, allerbeste Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Da kommt auch das eine Spiel, was im Ersten Weltkrieg spielt, nicht ganz mit. Das ist noch ein Stück weit heftiger, ey. Alter Vater, ist das heftig. Und ich weiß gar nicht, jetzt meine Gedanken zusammenzuordnen. Für mich ist das gerade alles so komisch. So. Ich. Boah. Also fassen wir mal zusammen. Es gibt die Familie Finch, wo mein Urgroßvater, also halt der Urgroßvater sozusagen aus England mit seiner Frau, mit seiner Tochter oder irgendwie so, halt nach Amerika wollte mit seinem ganzen Haus. Und das ist aber dann halt leider durch einen Sturm untergegangen, das Haus. Kurz vor der Küste. Und dann ist halt ein neues Haus gebaut worden. Und das von Generation zu Generation wurde halt von dem Urgroßvater oder von dem Opa immer was dazu gebaut. Für jeden gab es einen Raum. Nur das einzige Problem ist, dass die Familie einfach verflucht war. Könnte ich mir einfach vorstellen. War nicht verflucht, sondern einfach Pech. Pech einfach nur. Dass halt jeder, der in der Familie geboren ist, irgendwann, entweder mit Babyalter oder mit Kinderalter, Jugendlichenalter, Erwachsenenalter, durch einen Unfall oder auch so gestorben ist. Und die ganzen Zimmer wurden halt alle zugemacht dann von meiner Oma. Ich spreche jetzt einfach mal in der Sicht. So, von der Oma, von der Edith Finch. Und wie gesagt, mein Bruder ist gestorben, der ist gestorben, da ist gestorben, alle sind gestorben, alle drumherum, alle sind durch Unfälle, aber haben halt, ich finde persönlich, eine sehr, sehr schöne Kindheit in dem Sinne gehabt, weil die hatten halt ein schönes Haus mit Wasserblick, mit wirklich, es war einfach so schön, finde ich, ich persönlich empfinde es einfach als richtig schön, so, und ein Mädchen war davon erfolgreich und einer war Künstler, der andere war so ein bisschen Hippie-mäßig, der andere war gerne, der wollte Astronaut werden, andere Cowboy oder Soldat. Und das war alles so, jeder hatte so seine Geschichte. Und alle sind halt tragisch gestorben. Das, wie gesagt, das ist jetzt meine Empfindung, ja, und mein Verständnis jetzt im Moment. Und ich muss ganz kurz einmal kurz sagen, das Outro, wie man es nennt, ist auch ein sehr schönes, also sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. The End. Sehr schön. Wie gesagt, ach, hier sieht man es auch nochmal. Der Odin, ne? Das war der Begründer sozusagen. Und der hatte eine Tochter, die hieß Edi. Und Edi ist 1917 und dann 2010 verschwunden. Das war die ältere Dame sozusagen. Und die hatte natürlich Kinder mit Walter. Und wenn ich das... Oder hatte die mit Odin? Warte mal, das ist 1937. Nee. Wie gesagt, das ist die Tochter, genau. Die war verheiratet mit dem Odin.
Mit dem Walter. Und Walter hat, die hatten halt Kinder, die Molly, die Barbara, den Calvin und den Sam. Und Molly ist halt umgekommen, als ist sozusagen irgendwo runtergefallen, eine Klippe. Ah ne, warte mal, ein Vogel, danach das. Auf jeden Fall auch, durch Gift gestorben. Genau, der hatte Hunger, ist halt irgendwie verhungert oder so, glaube ich zumindest. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ich mich da irre. Barbara war halt der Star, der ist dann halt im Erwachsenenalter plötzlich, verschwunden. Angeblich aufgegessen von Monstern, aber ist halt nur als Traumgeschichte. Calvin war Astronaut, der ist halt wirklich, er wollte immer fliegen und hat es dann auch geschafft, seinen Traum zu verwirklichen und ist geflogen. Und sagen wir mal, wenn man die harte Seite nimmt, ist er halt, klar, irgendwo runtergefallen. Er war das, genau. Sam ist halt durch eine Jagdsache umgekommen, glaube ich. Ja. Walter, der war halt so paranoid und hat einen Bunker gebaut unter dem Haus, um seine Familie zu schützen, ja, um seine Kinder zu schützen. Und hatte in dem Sinne, ist dann halt plötzlich durch was durchgebrochen, hat einen Tunnel gegraben und wurde von einem Zug überfahren. Gregory, das war eines mit der traurigsten Geschichten eigentlich in dem ganzen Spiel, ist halt als Kleinkind, man sieht es gerade, ein Jahr alt, in der Badewanne ertrunken. Das war wirklich heftig. Gus war ein Drachenflieger und er hat halt dann leider beim Gewitterwetter hat er einen Drachen steigen lassen und ist, denke ich mal, durch einen Blitz gestorben. Auch sehr jung. Die Dawn, die ist, wenn ich es richtig sehe, das ist meine Mutter, genau. Und die hatte halt Levis, Milton und mich sozusagen als Kinder. Levis, mein älterer Bruder, ist, fällt mir gerade so schwer das Reden, ne? Puh, das geht mir gerade so nah irgendwie. Ist halt gestorben durch Unachtsamkeit, würde ich einfach mal sagen. Er dachte, er war in seiner Gaming-Traumwelt. Und die ist ja auch schön, die Gaming-Traumwelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat halt dann tagtäglich, auch währenddessen er arbeitete, halt geträumt. Und das war natürlich sein Verhängnis. Milton war einfach einer, der ist einfach so verschwunden. Der hat halt angeblich ein Bild gemalt, hat sich nochmal verbeugt, hat gesagt, so, auf Wiedersehen, Welt. Weiß man natürlich nicht, was jetzt wirklich passiert ist, ich weiß es einfach nicht. Gut, ich bin dann mit Edie, Dawn und ich, Edith, sind halt sozusagen, das haben wir auch jetzt in der letzten Szene, am Essen gewesen. Und ich sollte dann aufstehen, weggehen und meine Mutter und meine Großmutter, die haben sich halt unterhalten über die ganze Geschichte, dass ich das wissen soll oder nicht wissen soll. Ich habe dann halt ein Buch entdeckt, das Buch von Edie, ihr Tagebuch. Und da stand halt alles drin, das habe ich mal so ein bisschen durchgelesen, dass sie selber als jüngere Frau irgendwann mal, das haben wir auch gerade, halt dann zum alten Haus sozusagen hingegangen ist. Leider hat mich dann halt meine Mutter sozusagen gestört und ich bin wieder aufgewacht aus dem Traum und sie hat mich dann sofort mitgenommen und wir sind weggefahren. Meine Großmutter sollte dann abgeholt werden ins Altersheim und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass sie, sie dachte zwar selber, sie wurde nicht mehr aufgefunden, sie war weg und die hat sich bestimmt, wie gesagt, ist vielleicht zu ihrem Odin ins Wasser gegangen und um bei ihm zu sein. Gut, dann eine Zeit verging und meine Mutter und ich waren die einzig Übrigen. Und Mutter war aber schwer krank und ist dann 2016, steht er da, dann, ich denke mal, an Krebs oder so gestorben. Und da war ich nur noch da. Und ich trug aber, oder ich habe halt den Sohn oder ein Kind in mir. Und ja, hab sozusagen, das ist das Heftigste, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht überlebt. Also Edith ist auch gestorben. Vielleicht durch die Geburt, wer weiß es. Es steht zwar jetzt da 1999 Ende offen, also noch kein Todesdatum.
Aber laut dem Video nehme ich es jetzt so, dass sie dann auch dann gestorben ist. Und weil sie hat ja gesagt in dem Video, entweder gebe ich das Tagebuch, dass du es dann sie und unsere Familiengeschichte liest, oder am schönsten wäre halt, dich wenigstens kennenzulernen, ohne die Familiengeschichte. Aber leider ist es halt anders gekommen und sie ist dann doch eher gestorben. Und ja, ich habe sozusagen meine Mutter Edith Finch am Grab dann besucht, am Haus. Und jetzt natürlich die Frage, habe ich sozusagen das Kind gespielt von ihr? Ja, habe ich den Sohn oder Tochter, ich weiß nicht, was es jetzt genau war, gespielt? Aber der Grab schon, der war noch nicht da, Edith Finch. Oder haben wir den vorhin irgendwann mal gesehen, in den anderen Folgen? Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss mir auch bei Wikipedia oder irgendwo bei irgendwelchen Sachen mehr mal vielleicht was durchlesen, weil ich will es unbedingt wissen, worum es jetzt wirklich in der Geschichte ging. Ja, ich habe es jetzt, denke ich mal, grob verstanden, aber noch nicht hundertprozentig, und ich möchte es eigentlich verstehen, weil so viele Fragen sind da. Vielleicht ist es auch besser, das nicht zu verstehen, ja, und einfach mit der Illusion zu leben, okay, du hast es jetzt so erlebt, wie du es jetzt erlebt hast, und jeder erlebt das so, wie er es erlebt hat, wenn er es spielt oder jetzt wie jetzt, oder wenn ihr zuschaut. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Also ich muss sagen, heftig. Ich glaube, hätte ich das jetzt ohne Aufnahme gespielt, wäre ich sogar, glaube ich, noch ergriffener gewesen. Weil das ist einfach eine schöne... Also solche Spiele, hey, die kann man immer spielen, ja. Und wer bei solchen Spielen nichts empfindet, der ist irgendwie für mich tot oder so, keine Ahnung. Weil... Das ist heftig einfach nur. Ja, die Musik, die ist geil. Die Grafik, scheiß drauf. Da hätte auch eine richtig kacke Grafik sein können. Aber die Story, die Geschichte um das Ganze und die Musik, das macht halt viel, viel aus in so einem Spiel. Und die Entwickler, die haben das echt perfekt gemacht, ja. Und wie gesagt, hätte ich jetzt Reichweite oder hätte unser YouTube-Kanal Reichweite und die Entwickler würden das sehen, dass ich das gespielt habe. Wirklich, Daumen hoch, Respekt, so ein Spiel erstmal auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. So ein schön, also das könnte man sogar als Film, könnte man das so, also es ist so geil. Hammer. Cooles Spiel. Aber wie gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ich bin auch gar nicht, und das ist so kurz, war gar nicht sauer, muss ich sagen. Es hat mir einfach so viel mehr Eindruck von einem Spiel oder von einer Geschichte erzählt, wie sagen wir mal andere Spiele 5-6 Stunden lang dauern, so. Oder noch länger. Das war eine intensive Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich das überhaupt gefunden habe, das Spiel. Ja, da muss ich sagen, Dankeschön an PietSmiet. hätte Peter das nicht gesagt, dass er das Spiel 2017 sehr schön fand, hätte ich es, glaube ich, nie mir selber dann geguckt und dann auch selber gekauft. Erstmal dafür und wie gesagt, trotzdem einfach nur Hut ab. Hammer. Gut. Da würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ja. Crysis habe ich auch aufgenommen und ist auch fertig. Da muss ich jetzt auch nochmal gucken, was ich dann als nächstes mache. Das ist jetzt auch fertig. Ja, ich kann nur Danke sagen und... ich werde jetzt auf jeden Fall nach der Aufnahme mal ganz kurz die Geschichte wiederholen, ob das das gleiche ist, ob es vielleicht noch zusätzlich irgendwas ist. Aber wie gesagt, ich mache jetzt mal hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Ein Abo ist mir egal. Wie gesagt, einfach nur ein geiles Spiel. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen bei What Remains of Edith Finch. Haut rein. Tschüss.